In all den Jahren, in denen ich mich mit Schlangen beschäftige, ist mir noch nie eine so große Art untergekommen, die bis in die Baumkronen klettert. Wie alle Reptilien braucht der Amethystpython die Wärme der Sonne, um aktiv werden zu können. Doch das Tal ist eng und die Wintersonne steht tief. Ihr Licht dringt kaum bis auf den Boden des Regenwaldes. Um sich aufzuwärmen, bleibt dem Amethystpython nichts anderes übrig, als in schwindelerregende Höhen zu klettern. Nur in den höchsten Wipfeln kann man in diesem Tal sonnenbaden. Um einen Amethystpython in den Bäumen fotografieren zu können, sollte das Wetter also gut sein. Die Gewitterfront ist inzwischen nur noch 10 Stunden entfernt. Noch einmal höre ich den Wetterbericht. Er ist noch schlechter, als ich befürchtet habe. Ein richtiger Wirbelsturm ist im Anzug. Wenn das Tal überschwemmt wird, komme ich weder rein noch raus. Ich muss vor dem Sturm dort sein und meine kletternde Python möglichst bald finden. Ich bin fast am Ziel. Der Nebel verleiht dem Regenwald etwas Mystisches. Es ist, als ob man durch eine riesige Kathedrale schreiten würde. Schon vor vielen Jahren habe ich zum ersten Mal vom Tal der Schlangen gehört und seitdem davon geträumt, einmal hierher zu kommen. Doch als ich nun aus dem Wald heraustrete und das Tal mit eigenen Augen sehe, übertrifft es all meine Erwartungen. Manche dieser Pythons hier sind unglaubliche 6 Meter lang. Ich will nur kurz ein paar Fotos von den Riesen auf den Felsen machen, bevor ich mich auf die Suche nach den Riesen auf den Bäumen mache. Aber dazu muss ich tiefer ins Tal. Der Regen, der wieder eingesetzt hat, macht die Felsen ziemlich glitschig. Diese Schlangen sind keine Besucher gewöhnt. Der Lärm, den ich bei meiner Rutschpartie mache, scheucht sie auf. Jetzt bin ich über all die Felsen geklettert und die Pythons sind weg. Sie haben mich gehört und sind im Wald verschwunden. Wenn ich ein gutes Foto will, muss ich wohl in die Baumwipfel. Doch der Himmel zieht zu. In 6 Stunden bricht der Sturm los. Die Wahrscheinlichkeit, einen Amethystpython beim Sonnenbaden zu finden, ist also nicht mehr sehr groß. Manche dieser Bäume sind fast 3000 Jahre alt und gehören damit zu den ältesten Lebewesen auf der Erde. Ich habe keine Ahnung, wie weit diese Schlangen hinaufkriechen, doch bis zu den Baumkronen sind es an die 50 Meter. Seile und Bäume triefen vor Nässe. Ich komme nur mühsam voran. Plötzlich sehe ich etwas. Es könnte eine Schlange sein,
aber sie liegt auf einem hohen Ast und ist schwer zu erreichen. Mein Sicherheitsseil hält und ich bin nicht verletzt. Doch der Wettlauf gegen die Zeit hat mich unvorsichtig gemacht. Der nächste Sturz könnte weniger glimpflich abgehen. Ich muss besser aufpassen. Oh. Gosh. Not a sign of any... Weit und breit nichts zu sehen, obwohl ich schon auf mindestens 6 Bäume geklettert bin. Und die Nässe macht alles noch schwieriger. Ich bin sicher, dass die Schlangen irgendwo hier oben sind. Aber ich habe schon überall gesucht und nichts gefunden. Der Dschungel ist so dicht hier. Es ist, als würde man die berühmte Nadel im Heuhaufen suchen. Und jetzt regnet's noch mehr. Ständig muss ich daran denken. Wenn der Sturm losbricht und das Tal überschwemmt, werde ich hier wohl nicht mehr wegkommen. Allmählich geht mir auch die Kraft aus. Doch gerade als ich meine Suche abbrechen will, kommt die Sonne heraus und ermuntert mich, noch ein bisschen weiterzumachen. Ich glaube, ich sehe eine Schlange. Mal schauen, ob ich rankomme. Als ich näher heranklettere, sehe ich das Unglaubliche. Nur gut einen Meter über mir liegt ein riesiger Amethystpython. So hoch oben habe ich mich zwar noch nie an eine Schlange herangewagt, doch meine Fotos will ich unbedingt machen. Ich habe ihn. Das ist der größte Amethystpython, den ich jemals gesehen habe. Ich muss aber weiter runter, denn so kriege ich ihn nicht raus. Er hat eine solche Kraft und er wickelt sich um den Baum. Aber jetzt habe ich ihn gleich. Jetzt schlingt er sich um meinen Hals. Er ist stark und schlank, deshalb kann er so gut klettern. Ein indischer oder afrikanischer Python dieser Länge wäre um einiges schwerer. Dieser hier ist viel schlanker, aber dafür dreimal so stark. Ich muss ihn vom Hals wegkriegen. Es ist schwierig mit all den Seilen und der Kamera, aber endlich habe ich ihn. Ich bin so viele Bäume hochgeklettert, um einen solchen Burschen zu finden. Sehen Sie, wie er mich mit dem Schwanz umklammert? Man hat kaum eine Chance, ihn wieder loszuwerden. Ich kann nicht mal richtig sprechen. Er drückt mir die Luft ab. Ich muss mal den Kopf loslassen. Hoffentlich beißt er nicht. Ich versuche ihn mal auszustrecken. Ist das nicht eine fantastische Schlange? Amethystpythons sind die größten Pythons in Australien. Früher wurden sie über 8 Meter lang. Heutzutage findet man mit viel Glück noch Exemplare, die an die 6 Meter lang sind. Der Kerl hier misst ausgestreckt bestimmt 4 Meter. Er umklammert meine Hand. Sehen Sie das? Ich kann sie kaum mehr schließen. So sehr hat er mir das Blut abgedrückt. Unglaublich starke Schlange. Ich muss da raus. Beiß mich nicht. Bisher war er sehr brav, aber er wickelt sich eben um alles, was ihm in die Quere kommt. Ich muss meine Hand rauskriegen. Normalerweise leben so riesige Schlangen am Boden. Schließlich ernähren sie sich ja von Beutetieren bis zur Größe eines Hundes. In den Bäumen sind sie nur, weil sie nach Wärme suchen. Oh Gott, der Kerl hat sich hinten verknotet. Und wenn ich den Knoten nicht löse, stranguliert er mich. Ich muss ihn da wegkriegen. Das macht mir ganz schön Angst, denn wenn er zudrückt, kann ich nichts dagegen tun. Und dann hänge ich irgendwo da oben am Baum. Ich muss ihn wegkriegen. Aber wo ist der Knoten? Ich glaube, hier muss ich auseinanderdrücken. Wenn er mich gewürgt hätte, wäre es haarig geworden.
Aber nach der ganzen Plackerei will ich jetzt ein paar Fotos von diesem Prachtexemplar machen. Dafür muss ich ihn nur dazu bringen, dass er sich an dem Baum hier festhält.